So, hallo Leute, liebe deutsche Zuhörer. Und heute sind wir wieder bei Gruber Motors hier in Phoenix und wir haben Gruber Senior hier. So, viele Grüße an all die Leute an YouTube. Mein Deutsch ist schlecht. Ich war 8 Jahre alt, wo ich hier gekommen bin. Aber ich bin von Bayern und wir sprechen Deutsch manchmal zu Hause. Ja, so, seht ihr, die Deutschen müssen hier das Land zusammenhalten. Also, wir haben tolle Zeit hier und wir werden hier mal richtig den ganzen Laden durchgucken. Viele Autos sind hier, viele Roadsters und Model S's sind hier. Alle recovered worden, was Tesla selbst nicht hingekriegt hat. Mach Gruber. Okay, dann lass uns mal hier reinschauen, was es hier zu machen gibt. So, was die Leute von Gruber hier machen, ist eigentlich den Screen wieder zum Laufen zu bekommen. Und der kleine Chip, der da drin ist, um den Bildschirm oder den Bildschirm zu starten und die Pixel auf dem 17-Zoller Screen zu bringen, dieser Chip wird einfach upgraded oder verbessert, sodass die Leute sich keinen großen Screen mehr kaufen müssen. Also, was ist das Problem? Dieser Chip, der überfüllt und da werden immer Logs oder Berichte an diesen Chip geschrieben und irgendwann ist der Chip voll. Und um diesen Chip auszutauschen, um das zu gewährleisten, muss der Chip wieder ausgetauscht werden und aufgesetzt. Also muss der Chip hochgehoben werden, das gelötet, den unteren Teil feinlöten, wahrscheinlich auch mit einem Mikroskop. Und dann wird das mit einer Infrarotlampe aufgeheizt und das Ding ganz fein aufgesetzt. Und da gibt es hier nur einen in der Stadt, der ist ganz weit im Osten rüber. Der könnte das machen mit dir und der wird diesen Chip wieder aufsetzen. Und das ist eine Feinarbeit, um das Ding zu reparieren. Und da sind die jetzt dran und wir drücken in den Daumen, also gut Glück. Das Problem sind eigentlich bestimmte Chips auf dem Mainboard, in der Unit. Und zwar auf dem großen Display, das ist das große Display auf dem Model S. Und das gucken wir uns gerade an. Und da ist so ein ganz kleiner Chip. Ich blende das mal ein. Hier ist so mikromäßig. Und dieser kleine Chip, der hat nicht so eine große Kapazität, wie man eigentlich sich erwünschen würde. Der Chip wird sehr oft gelesen und ausgelesen. Es geht immer hin und her. Und denn dieser andere Chip, mal gleich dazu machen. Das ist die ganze Unit, die euren Bildschirm steuert. Hier den Screen oder den Bildschirm steuert. Also alles, was auf dem Hauptbildschirm angezeigt wird. Also diese kleine Speichereinheit kommt da auf das Board drauf. Und das Board ist eigentlich die Bildschirmsteuerung, um die ganzen Ein- und Ausgaben zu machen. Also der Chip hat viel höhere Kapazität. Und weil der so viele Kapazität hat, könnt da viel mehr rein und raus gehen. Also Read and Write heißt das. Und diesen kleinen Chip versuchen wir auf dieses Board aufzulöten, den einen abzulöten und den wieder aufzulöten. Und dann müsste diese Hauptsteuerunit funktionieren. Zurzeit sind zwei Fahrzeuge, die zeige ich euch, ein roter und ein schwarzer. Ist das der Black One? Ist das ein schwarzer? Ja, schwarz. Ja, beide Fahrzeuge ist die Hauptunit kaputt. Und die sind aus einem Wasserschaden und dieser Wasserschaden, der wird gerade repariert. Und dann zeige ich euch nochmal die beiden Autos, dass die beiden Units da kaputt sind. Wo der Hauptbildschirm kaputt ist und der andere Wagen da oben ist der Hauptbildschirm auch kaputt. Und
das würden wir gerade jetzt versuchen zu reparieren. Im Hauptbildschirm. Den Hauptbildschirm können wir zurzeit nicht starten. Wobei der Nebenbildschirm wieder den hinten sieht, der, also der Fahrerbildschirm, der funktioniert. Und das genau das gleiche ist mit diesem Wagen. Der wird gerade hier versucht zu reparieren. So, nochmal zur Erklärung, wie die das hier machen, um überhaupt das System zu starten. Und zwar gibt es ja da einen DC-DC-Konverter oder einen Gleichstrom-zu-Gleichstrom-Konverter von 400 Volt auf 12 Volt. Und der ist zurzeit abgeklemmt, aber du kannst das auch, man kann das auch anders machen. Und zwar ist hier ein Ladegerät, das ist ein ganz normales 12 Volt Ladegerät. Das steigt natürlich nicht ein, wenn es unter 12 Volt ist. Jetzt gerade ist 13,1 Volt, ja, 22 Ampere. So, und das lädt jetzt gerade diese 12 Volt Batterie und die ist parallel geschaltet mit dem Jumpstarter hier, falls euch mal die 12 Volt Batterie bei eurem Tesla aussteigt, bei dem Model S, dann kann man das hier mit verbinden. Und die 12 Volt Batterie bei dem ist hier hinten irgendwo drin, ganz unten vergraben. Und die sozusagen chargt diese Batterie, diese 12 Volt Batterie parallel die Batterie und jetzt damit können Sie das ganze System starten und überprüfen und checken. Und dann nochmal was anderes. So, und das ist nochmal eine interessante Sache hier, ist der Wagen chargt hier, obwohl die Hauptunit nicht funktioniert. Und ihr seht ihr an dem Flackern da, ist der Wagen chargt bei 120 Volt, vielleicht geht es auch bei 240 Volt. Und das geht eigentlich nur, um die Batterie am Leben zu erhalten, damit die Batterie nicht total in den Bach runtergeht. Und das ist so eingerichtet worden, wahrscheinlich damit die Batterien hier erhalten bleiben, nicht wie bei den Roadstern, dass die bricken oder nicht verwendbar sind. I pressed and say, I went and say.